Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von meiner kleinen Konzertreihe zum irischen Nationalfeiertag, dem St. Patrick's Day am 17. März. Für die heutige Folge habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen, und zwar habe ich tatsächlich mal versucht, möglichst viele von den Gästen, die so im Laufe des letzten Jahres bei meinen kleinen Konzerten dabei waren, mal in einer Folge zusammenzukriegen und heute mal möglichst viele Leute dabei zu haben. Wir haben Musik, wir haben eine Lesung, es wird heute natürlich sehr irisch. Und los geht es mit einem Lied, das ich gemeinsam mit meiner Bandkollegin Leary aufgenommen habe. Was down the glen one Easter morn to a city fair old I, when armored lines of marching men in squadrons passed me by. No pipe did hum nor battle drum did sound its tattoo, but the Angelus bells o'er the Liffey swell rang out in the foggy dew. Was better to die 'neath an Irish sun than a fool or so. From the plains of Royal Mead, strong men came hurrying through. While Britannia's homes with their long range guns sailed in through the England made our wild geese go, that small nations fight for, but their lonely graves are by silver's rays, the fringe of the great North Sea. Oh, had they died by Pierce's side, or fought when Castle Rue, their names we will keep where the Fenians meet, the shroud of the foggy dew. Our bravest fell, and the requiem bell rang mournfully out clear for those who died that Easter day in the spring. And the world it gazes in deep amaze at those fearless men, but you who bore the fight that freedom's light might shine through the fire. And back to the glen I rode again, and my heart with grief was sore, for I parted with those valiant men I never would see no more.
to and fro. In my dreams I will go, and I kneel and I pray for you. For slavery fled, oh glorious dead. When you fell in the foggy dew. Leute, ihr glaubt gar nicht, was einem alles Aufnahmen versauen kann. Niesende Meerschweinchen, eine piepsende Waschmaschine und was hatten wir noch alles? Keine Ahnung. Egal. Weiter geht's mit Thomas. Für diejenigen, die die letzte Folge nicht gesehen haben, stelle ich Thomas nochmal kurz vor. Thomas ist Schriftsteller und da er auch Geschichten geschrieben hat, die in Schottland spielen, treten wir auch öfters zusammen mit einem gemeinsamen Programm aus Lesung und Musik auf. Und deswegen habe ich ihn eben auch gebeten, meine kleine Konzertreihe ein bisschen mit Lesungen zu bereichern. Ich entschuldige mich an der Stelle schon mal bei unseren englischsprachigen Zuschauern. Es würde, glaube ich, jetzt wenig Sinn machen, bei der Lesung auch Untertitel drunter zu machen. Thomas liest ausnahmsweise mal nichts aus seinen eigenen Werken, sondern Geschichten von einem sehr berühmten irischen Schriftsteller. Hallo zusammen! Mein Name ist Thomas Kastura, ich schreibe Krimis, die spielen normalerweise in Schottland, aber auch Irland gehört, meine Liebe. Zum St. Patrick's Day lese ich heute etwas von Oscar Wilde, also keine Krimis, sondern etwas anderes, nämlich seine Tischgespräche. Er war bekannt dafür, dass er bei Tisch mit anderen Gästen Anekdoten und Geschichten erzählte, oft aus dem Stegreif und sehr einnehmend mit einer sehr musikalischen Stimme. Ja, und ein paar dieser Tischgespräche lese ich heute vor, mit einer kurzen Einführung, die so darauf vorbereitet. Oscar Wilde hielt eine musikalische Stimme für das unverzichtbarste Attribut des erfolgreichen Geschichtenerzählers und kaum war er von Dublin nach England gezogen, machte er sich gewissenhaft an die Arbeit. Nach und nach entledigte er sich seines breiten irischen Akzents, eines der vielen Dinge, die ihm in Oxford abhanden gekommen seien, wie er später meinte, und ersetzte ihn durch die präzise Artikulation und schleppende Sprechweise der englischen Oberschicht. Seine Stimme sei warm, hieß es, voll wie eine Liebkosung, moosig, melodiös, sonor oder auch schläfrig. Ein Freund bezeichnete sie als weichen Redefluss, der ohne Stocken, ohne Zögern dahinströmt. Ein anderer meinte, die Ausdruckskraft und Musik von Wildes goldener Stimme besitze die Macht, gewöhnliche Worte in etwas zu verwandeln, das den Zuhörer berausche wie Wein. Jetzt kommen wir zu dem ersten Tischgespräch, der ersten Geschichte. Der junge Verschwender. Er war jung und er war Dichter. In London lebte er in Saus und Braus und verplemperte das Vermögen, das er von seinem Vater ererbt hatte. Als ihm irgendwann dämmerte, dass er bei seinen letzten paar Pfund angelangt war und einen beträchtlichen Schuldenberg angehäuft hatte, beschlossen seine Freunde, ihm zu Hilfe zu kommen. Bald darauf suchte der ehrlichste und gewissenhafteste dieser Freunde ihn auf, um ihn von ihrem Beschluss in Kenntnis zu setzen. »Mein lieber Junge«, verkündete er, mit dem Lächeln dessen, der sich im Vollgefühl seiner guten Tat ganz mit sich in Einklang wähnte. Wir haben zusammengelegt und beschlossen, Ihre sämtlichen Schulden zu begleichen. Und wenn Sie versprechen, von Ihren verschwenderischen Gewohnheiten abzulassen und Ihr verpfuschtes Leben in Australien noch einmal von vorn zu beginnen, sollen Sie obendrein den Betrag von 100 Pfund erhalten. Mit überschwänglichem Dank akzeptierte der junge Dichter das Angebot. 2 Monate später jedoch entdeckte derselbe wohltätige Freund den jungen Verschwender, wie er neu und modisch eingekleidet durch Piccadilly schlenderte. Der Anblick des jungen Mannes ließ den Freund vor Empörung erzittern. Auf ihn zustürzend stieß er hervor: Grundgütiger Himmel, was zum Teufel soll das heißen? Sie haben die 100 Pfund für Australien genommen und nun
sehe ich sie aufgeputzt wie einen verdammten Dandy, die noch immer hier herumlungern. So etwas ist mir ja mein Lebtag nicht untergekommen. Jetzt sagen Sie mir auf der Stelle, warum Sie Ihr Wort gebrochen haben. Als der junge Verschwender dies hörte, zuckte er gleichmütig die Achseln und antwortete seinem Freund mit einer Gegenfrage. Und Sie, mein lieber Junge, verraten Sie mir doch einmal, wenn Sie 100 Pfund hätten, würden Sie sich davon machen, um in Australien zugrunde zu gehen? Als nächstes kommt ein Lied, das ich gemeinsam mit meinem Freund Klaus aufgenommen habe. Klaus war mein ehemaliger Gitarrenlehrer und ja, mittlerweile Musikerkollege und wir stehen auch gelegentlich gemeinsam auf der Bühne. Und genauso wie Liri, die ihr vorhin schon gehört habt, war er auch einer der Gastmusiker auf meiner CD. Sich Oscar Wilde in Gesellschaft vorzustellen, fällt nicht schwer. Heiter und sphinxhaft, einen gekrümmten Zeigefinger über dem Mund, wenn er zuhört, voller Lebhaftigkeit und dennoch bedächtig, wenn er seine Geschichten in Szene setzt. Zu diesen Vorstellungen gehörte stets auch eine Prise Mimikry. Durch geringfügige Veränderungen des Tonfalls oder kaum merkliche Augenbewegungen konnte Wilde eine ganze Figur evozieren. Als er die folgende Geschichte zu seiner Tante Jane erzählte,
schlüpfte er völlig überzeugend in die Rolle des zärtlichen Neffen. »Tante Jane, Tante Jane«, begann er gemach, als wolle er sich Zeit lassen, sich das jüngste Produkt seiner Imagination zu vergegenwärtigen. »Sie war eine sehr alte Dame«, fuhr er fort, »ich kann mich selbst kaum an sie erinnern.« Tante Janes Ball. Sehr alt und sehr stolz war die arme Tante Jane, und Mutterseelen allein lebte sie auf einem herrlichen, heruntergekommenen Herrensitz in der Grafschaft Tipperary. Keiner der Nachbarn besuchte sie, und hätte es einer getan, es hätte sie nicht erfreut. Denn niemand sollte die von Unkraut überwucherten Auffahrten des Guts oder das Haus mit seinen verblichenen Chintzgardinen und verdunkelten Zimmerfluchten zu Gesicht bekommen. Allein der Gedanke, jemand könnte feststellen, dass sie nicht mehr die gefeierte Schönheit von einst und auch auf dem Lande keine Autorität mehr war, schien ihr unerträglich. So saß sie Jahr aus, Jahr ein im Halbdunkel und hatte keine Ahnung, was in der Welt draußen vor sich ging. Eines Winters jedoch spürte sogar Tante Jane ein leises Säuseln in der Luft, eine Welle der Erregung, die sich über die Nachbarschaft ausbreitete. Neue Leute zogen in das neue Haus auf dem Hügel ein, und sie wollten einen großen Ball geben. Einen Ball, wie man noch keinen erlebt hatte. Denn die Ryans waren ungemein vermögend. Und die Ryans? Fragte Tante Jane. Ryans kenne ich keine. Woher kommen sie denn? Und dann kam der furchtbare Schock. Die Ryans kamen eigentlich nirgendwoher und waren, wie verlässliche Quellen verbürgten, Geschäftsleute. »Was bilden sich die Ärmsten bloß ein?« sagte Tante Jane. »Wer soll denn auf ihren Ball gehen?« »Alle«, versicherte man ihr, »alle haben die Einladung angenommen. Es wird sicher ganz wunderbar.« Als Tante Jane das hörte, wurde sie von einer entsetzlichen Wut gepackt. So weit also war es bei ihnen gekommen. Und selbstverständlich war alles ihre Schuld. An ihr hätte es schließlich gelegen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Doch anstatt an vorderster Front zu kämpfen, hatte sie grübelnd im Zelt gesessen. Und da fasste Tante Jane einen großen Entschluss. Sie würde einen Ball geben. Einen Ball, der die kühnsten Erwartungen übertreffen sollte. Sie würde in die gute Gesellschaft zurückkehren und zeigen, wie eine Grande Dame alter Schule ihre Gäste zu unterhalten verstand. Wenn sich die Grafschaft schon so weit vergaß, würde eben sie selbst in höchst eigener Person sie vor diesen dreisten Eindringlingen retten. Und augenblicklich machte sie sich ans Werk. Das alte Haus wurde neu gestrichen und möbliert, die Anlagen neu bepflanzt, das Essen und das Orchester in London bestellt und eine ganze Armee von Kellnern engagiert. Alles sollte vom Besten sein, hatte sie sich vorgenommen, und Geld durfte keine Rolle spielen. Letztendlich sagte sie sich, würde schon alles bezahlt werden, und wenn sie den Rest ihres Lebens damit zubrächte. Endlich war der große Abend da. Das Gut war in meilenweitem Umkreis von bunten Lampen erleuchtet, Eingangshalle und Treppenhaus erstrahlten in prächtigem Blumenschmuck, und das Tanzparkett war glatt und glänzend wie ein Spiegel. Die Musiker verbeugten sich auf ihren Plätzen, als Tante Jane in großer Gala und prunkvoller, diamantenbesetzter Robe herabgestiegen kam und am Eingang des Ballsaals stehen blieb. Dort stand sie nun. Und während die Zeit verstrich, begannen die Lakaien in der Eingangshalle, die Kellner im Speisesaal, Blicke zu wechseln. Und die Musiker stimmten, um ihren Eifer unter Beweis zu stellen, wieder und wieder ihre Instrumente. Die Gäste aber erschienen nicht. Immer noch wartete Tante Jane in ihrem prächtigen Kleid an der Türe des Ballsaals. Die Uhr schlug 11. 12, 12:30, und immer noch kamen keine Gäste. Zuletzt vollführte Tante Jane einen raschen, tiefen Knicks in Richtung Orchester. »Bitte gehen Sie nun und essen Sie etwas«, sagte sie, »es kommt niemand mehr.« Danach begab sie sich nach oben und starb. Das heißt, sie sprach mit niemandem mehr ein Wort und war nach 3 Tagen tot. Und erst eine geraume Weile nach ihrem Tod stellte man fest, dass sie doch tatsächlich vergessen hatte, die Einladungen zu verschicken.
noch ein Gast aus einem meiner früheren Videos und in dem Fall haben wir uns für einen kleinen Kunstgriff entschieden. Ich hatte da angefragt, hey, wir haben ja früher mal in der Band zusammengespielt, willst du vielleicht im neuen Video jetzt auch mit dabei sein? Und habe dann zur Antwort gekriegt, da wäre ich super gern dabei, aber ich bereite mich gerade auf eine wichtige Prüfung vor und habe keine Zeit, da jetzt irgendwas aufzunehmen. Und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Kunstgriff. Ich schneide jetzt ausnahmsweise nochmal... Oh, Meerschweinchen niest im Hintergrund. ich schneide jetzt ausnahmsweise nochmal aus dem letzten Video, das wir gemeinsam aufgenommen hatten, ein Lied hier rein und hoffe dann, dass wir demnächst mal wieder dazu kommen, auch noch gemeinsam was aufzunehmen. I could never go with you, no matter how I wanted to.
Die folgende Geschichte erzählte Oscar Wilde während eines Abendessens, zu dem der amerikanische Verleger J.M. Stoddart geladen hatte und bei dem auch Sir Arthur Conan Doyle anwesend war. Obwohl Wilde die anderen Gäste weit überragte, habe er, wie Conan Doyle später meinte, an allem, was gesagt wurde, interessiert gewirkt. Bei Kaffee und Zigaretten erörterten einige der Gäste die zynische Maxime, dass uns das Glück unserer Freunde meist mit Unzufriedenheit erfüllt. Wilde leistete seinen Gesprächsbeitrag in Form folgender Geschichte. Die Versuchung des Eremiten. Als der Teufel einmal die libysche Wüste durchquerte, gelangte er an einen Ort, wo ein paar kleine Dämonen einen heiligen Einsiedler mit Vorstellungen von den 7 Todsünden quälten. Die Willenskraft des frommen Mannes aber überstieg ihre Fähigkeiten und mit Leichtigkeit entzog er sich ihren bösen Einflüsterungen. Nachdem Satan dem jämmerlichen Scheitern der Teufelchen eine Weile zugesehen hatte, trat er hinzu, um ihnen eine Lektion zu erteilen. »Was ihr da tut, ist primitiv«, sagte er, »wenn ihr mir kurz gestatten wollt.« Sprach's und flüsterte dem heiligen Manne ins Ohr, »Dein Bruder ist zum Bischof von Alexandria ernannt worden.« Sogleich verfinsterte hässlicher Neid das heitere Antlitz des Eremiten. »Sowas«, erklärte der Teufel seinen Kobolden, »etwas in dieser Art würde ich euch empfehlen.« So, jetzt werden die Leute denken, was für ein Schnittfehler, da stehen jetzt die falschen Getränke auf der Seite. Ja, ich habe mal kurz das Bier, das hier die ganze Zeit stand, durch Rum ersetzt. Hintergrund ist, dass als nächstes ein Sea Shanty kommt und der gehört ja irgendwie dazu. Es ist ein Lied, bei dem ich glaube, dass viele schon darauf gewartet haben, dass ich da auch irgendwie eine Version davon mache, nachdem es in den letzten Wochen irgendwie so total durch die Decke gegangen ist und weltweit Aufmerksamkeit gekriegt hat. Ja, also, hier kommt meine Version vom Wellerman. Dichter William Butler Yeats hatte ein Gespür für die ausgesprochen mündliche und vor allem auch irische Natur von Wildes Genie. Er sah in Wilde eher einen plaudernden Erzähler als einen Schriftsteller im skrupulösen und ernsten Sinne eines Henry James oder Charles Dickens. Und so erscheint Wilde in Yeats' Memoiren folgerichtig als eine Art
altirischer Barde, der, ob durch ein Wunder oder glorreichen Irrtum, in diese spätviktorianische Welt hineingeboren wurde. Yeats hegte keinen Zweifel, dass Wildes mündliche Werke die schriftlichen übertrafen. Auch auf die folgende Fabel reagierte er mit Begeisterung, sie füge unserer Vorstellung von der Welt etwas Neues hinzu. Und er führte die beste Geschichte der Welt mit einer interessanten Anekdote ein. Als er einen Freund Wildes einmal gefragt habe, was der Meistererzähler denn in letzter Zeit getan habe, habe der Mann erwidert: Oh, Wilde ist sehr melancholisch. Er steht gegen 2 Uhr nachmittags auf, denn er versucht so viel wie möglich vom Leben zu verschlafen. Und er hat sich eine Geschichte ausgedacht, die er die beste Geschichte der Welt nennt und die er sich, wie er sagt, nach jeder Mahlzeit sowie vor dem Schlafengehen aufs Neue erzählt. Aus einer weißen Ebene gelangte Christus in eine purpurne Stadt. Und als er durch die erste Straße schritt, hörte er Stimmen über sich und gewahrte einen jungen Mann, der betrunken auf einem Fenstersims lungerte. »Was gibst du da deine Seele der Trunkenheit hin?« fragte er. Und der Jüngling erwiderte: »Herr, ich war ein Aussätziger und du hast mich geheilt. Was sollte ich sonst tun?« Beim Weitergehen erblickte er einen jungen Mann, der einer Dirne nacheilte, und er fragte ihn: »Was zerstreust du deine Seele in Ausschweifungen?« Der junge Mann erwiderte: »Herr, ich war blind und du hast mich geheilt. Was sollte ich sonst tun?« Schließlich fand er in der Mitte der Stadt einen alten Mann, der weinend am Boden kauerte, und als er ihn fragte, warum er denn Tränen vergieße, versetzte der Alte: »Herr, ich war tot und du hast mich zum Leben erweckt. Was bleibt mir da anderes als Tränen?« Ja, so irisch-katholisch geht die Lesung mit Oscar Wildes Tischgesprächen zu Ende. Happy St. Patrick's Day euch allen da draußen. Slange. Ich habe schon wieder das Getränk gewechselt, denn jetzt kommt das wohl berühmteste irische Trinklied, Whiskey in the Jar. Natürlich brauche ich dazu auch noch einen kleinen Schluck Whiskey. Euch allen noch einen wunderschönen St. Patrick's Day oder auch sonst einen wunderschönen Tag, falls ihr das Video später anschaut. Slande. I was going over the far-famed Kerry Mountains. I met with Captain Farrell, and his money he was counting. I first produced the pistol, and I then produced the rapier. Say, stand and deliver, for you are a bold seaman, a surrender. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's a ski in the jar. Counted out his money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She signed and she swore that she never would deceive me. The devil take the women, for they never can be easy. Mushurangabunga. What for my daddy-o? What for my daddy-o? There's this key in the jar. Chain were all for to take a slumber. I dreamt of gold and jewels, and for sure 'twas no wonder. For Jenny drew me charges, she filled them up with water, and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. The Sharangabangabana. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's this key in the jar. Early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. At first produced me pistol, for me rapier she had stolen. I could not shoot the water, so a prisoner I was taken. For Sharangabangabana. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's whiskey in the jar.
can aid me, 'tis me, brother, in the army. If I could find a station in Cork or in Killarney, and if you'll go with me, we'll go roving in Kilkenny. And I'm sure you'll treat me fair than me own misspoken Jenny. We're sure I'm gonna do that. Work for my daddy, oh, work for my daddy, oh, there's his key in the door. Now the sun will take the light, and the carriages are rolling. Others take the light in the hurling and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and the courting pretty fair maids in the morning, bright and early, my sure ring. Work for my daddy, oh, work for my daddy, oh, there's whiskey in the jar, my sure ring. Work for my daddy, oh, work for my daddy, oh,